Dafür eingesetzt, dass die Tulpen erhalten bleiben, als altes, traditionelles Volksfest, als Marktgeschehen, verbunden mit nicht nur Markt, sondern auch mit Speisen, Getränke, mit Amüsements, hat man früher einmal gesagt, wenn man noch fast Französisch in Bayern geredet hat.
Karl Theodor hat sich dafür eingesetzt, dass hier diese Adult bestehen darf. Also man könnte einen langen geschichtlichen Vortrag halten. Ich sage nur, es ist schon richtig, dass Feste stattfinden, dass Märkte stattfinden. Die Leute brauchen sowas. Man, der Mensch kann nicht leben nur davon, dass er in der Früh in die Arbeit geht, krantig heimkommt und dann nichts mehr macht, sondern der Mensch lebt vor allen Dingen von Freude. Und wenn man Freude braucht und Freude hat, dann braucht man auch jemanden, der etwas unternimmt. Und dazu ist das Marktgeschehen, das sind die Volksfeste da. Ich zitiere manchmal gern Paul Heise. Also, manche glauben, der hat die Unterführung erfunden, aber das ist nur danach benannt. Der war nämlich Philosoph und hat viele Schriftsteller. Und Paul Heise hat einmal geschrieben oder gesagt, Mensch, bereite dir selbst viel Freude. Die Welt wird dir wenig Freude bereiten. Und in diesem Sinne, dass wir uns aber alle gegenseitig Freude bereiten, sind auch die Märkte und die Volksfeste da. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine schöne Adult, Beginn des Dreigespanns, Neidult, Jakobidult, Kirchweidult. Das ist der Jahresablauf der Dulden. Viel Vergnügen, viel Freude bei allen drei Dulden. Und hiermit ist die Adult in diesem Jahr 2014 offiziell eröffnet. Alles Gute.